Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin's wieder, Theo, live aus meinem kleinen Pornostudio, Keller. Und wir machen weiter in Skyrim. Wir sind immer noch in der Magierakademie und haben jetzt den Auftrag bekommen, nach Misolf zu gehen. Find the Ruins of Misolf. Das werden wir aber noch ein bisschen hinten anschieben. Weil wir haben ja noch andere Sachen, die wir machen wollten. Wir haben nämlich... wir haben immer noch nicht mit Feendahl geredet, das werden wir mal nachholen. Und dann Collect the Winter Shards, Red Eagle Sword, nee. Und dann werden wir uns mal anderen Gerüchten zu widmen, weil langsam kommen wir jetzt in so einen Bereich, Misolf, da gibt's dann so mal die ersten Hard-Level-Checks, ja, ich auch, ne, deswegen hauen wir jetzt auch ab. Wir nehmen jetzt sozusagen die Kutsche aus Dings, wenn ich einen Mod finde, der irgendwann hier mal eine Kutsche hinzufügt, werde ich ihn installieren, der auch kompatibel ist mit JK Skyrim, wohlgemerkt. Ich habe das schon mal probiert, also, ne. Deswegen, wir fahren jetzt sozusagen mit der Kutsche nach Weißlauf zurück. Wie gesagt, ich werde nur teleportieren zu den großen Städten. Ja, wir werden Feendahl einen Besuch abstatten und dann werden wir uns mal um Helgen kümmern, weil auch hier uns in der Akademie haben uns Gerüchte unberuhigende Nachrichten erreicht, ne, dass in Helgen angeblich ja was Schlimmes passiert sei. Das werden wir uns auch mal dann zugute führen. Ugh, horrible. Ja, aber. Oh! I've been looking for you. You look got good. Something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Ah, a letter from the Jarl. Moving up in the world, eh? Looks like that's it. Got to go. Ja, mei. Und wir kriegen auch Briefe von anscheinend jetzt irgendwelchen Fürsten. Ja, da werden wir irgendwann mal vorbeischauen, wenn wir da mal in die Richtung kommen, du. Wir werden jetzt erstmal, wie spät haben wir es denn? 5 Uhr morgen. Wir werden noch ein paar Stunden schlafen. Na du, hi Hulda. Hast du irgendwelche... Das finde ich jetzt mal deine Lebensgeschichte. Ich hätte wüsste gerne die neuesten Gerüchte. Ja, ja. Oh, there have been suspicious activity around Helgen. Logan patrols have been spotted in the area. Legion patrols. Ah, okay. Local. Ja, ich hätte dann gerne ein Zimmer. Sure thing. It's yours for a day. Yes? Ich weiß, wo das Zimmer ist. Danke. Ja, nein, danke. Brauchst du nicht. Na, das hat ja danke fürs Bett machen. Ja, wir machen dann mal das Fenster zu, sonst beobachtet uns auch hier wieder jemand beim Schlafen. Das ist ja eine Krankheit in dieser Welt. Schlimm, 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 schlimm. So, wir schlafen mal noch so 5 Stunden. Dann sind wir gut ausgepennt. Das ist ein richtiges Studentenleben hier. Bis 5 Uhr morgens wach sein und dann bis 10 Uhr schlafen, ne? So. Not now. Weißlau. Ja, ich hoffe, ich muss hier bald nie wieder hin, aber wir werden jetzt mal den Gerüchten in Helgen nachgehen. Einfach mal gucken, was das so bringt. Hast du dich in den letzten 5 Stunden hier gestanden und gesoffen? Ja, mal, dein Leben möchte ich haben. Kann ich. Ich muss mich nur zu den Leuten bei uns in der Innenstadt begeben. Ha! Den ganzen Tag, das ist so Oettinger saufen. Kostet nichts. Also, ich meine, das Oettinger kostet wirklich nichts. 8 Centipulle oder so? Scheiß Pisswasser. Ja, wir laufen auf jeden Fall. Eine Strecke, die wir schon 5-mal gelaufen sind, werden wir jetzt nicht laufen. Wir werden deswegen jetzt mal den kleinen Weg bis nach Riverwood werden wir jetzt skippen. Weil da ist eh nix. Ein Zufallsencounter überspringen wir, oder einen möglichen Zufallsencounter haben wir damit übersprungen. Ist jetzt nicht zu wild. Da läufst du rum, Feendahl. Du, hi. Tell me, as soon as you've given Camilla the letter.
Ja, habe ich schon. Vor einer ganzen Weile. Habe ich ein bisschen vergessen. I appreciate your help. Please, take this. Some gold I've saved up from working at the mill. Farewell. Ja, das ist tolle Ersparnis. 25 Gold. Ja, gut, ich habe nicht so viel. Ich sollte vielleicht nicht rummeckern. Tja, mal. Wir speichern mal und dann geht es jetzt Richtung los, Richtung Helgen. Ja, ich meine, ne, wir brauchen jetzt so langsam die Schauts, weil die Gegner werden nicht leichter, wie gesagt, eher das Gegenteil. Und einige Schauts werden halt uns auch dann in unserem, ja, Bild vervollkommnen. Und ich finde, so mit Level 15, da kann man sich dann auch schon mal dann mal so langsam als das Drachenblut bekannt machen. Irgendwie so ein bisschen zumindest. Und allgemein, ja, es ist, immerhin werden wir die Hauptstory auch machen. Ganz klar, die ist jetzt nur nicht vorne angestellt. Aber ich muss jetzt so ungefähr Level 20 erreichen. Also, mir läuft, da meine ich da wirklich ohne Scheiß, da ist ein Hardcheck drin. Nämlich, da gibt es einen Dwarven Centurion. Also diesen großen Metallmann, ne? Und der ist mindestens Level 30 oder so. Und ich bin jetzt Level 16. Das heißt, er ist fast doppelt so hoch im Level wie ich. Wenn wir mit dem nicht wirklich das Spiel Ringeltanz um den Baum spielen wollen, 10 Minuten, dann werden wir noch vorher mindestens ein paar Level machen müssen. Oder habe ich jetzt die falsche Ruine im Kopf? Das kann natürlich auch sein, aber ich will so dieser Drangeborn. Es gibt noch mal andere. Da muss man erst diesen. Da muss man, glaube ich, erst einen Schlüssel besorgen und da ist das dann erst ab Level 22 ein Centurion. Also zu hoch dürfen wir auch nicht sein. Weil der Gegner, die Gegner leveln ja mit, ne? Und ab 22 ist das halt dann erstens du. Sonst ist es so eine, ich glaube, eine Sphäre, so eine Dwarven Sphere, so eine rollende Kugel. Und unter 15 ist es nur so eine Spinnchen dann. Also ist total witzig. Oh nein, da liegen 15 tote Falmer rum. Wer hat die denn alle getötet? Eine kleine Dwarvenspinne. Ja, ist halt. Was ist hier eigentlich? Speak to the Jarl of Falkreath? Nein. Einfach nur nein. Das werden wir irgendwann mal machen, ganz klar. Aber Falkreath ist ein kleines Drecksnest am Ende der Welt. Wir sind eine Magierin, eine angehende Magierin, eine Magier in spe. Maga heißt es ja, glaube ich, sogar in spe, in DSA zumindest. Heißt die Magierin ja Maga. Keine Ahnung. Oh shit. Quiet. Da klippt eine Textur. Ja, und das war Alduin. Der hier mal gerade aus Helgen rausgeflogen kam, aber eigentlich sieht noch alles ganz, ganz aus. Also noch ziemlich heile. Ja, mei. Das sieht aber nicht mehr gut aus hier. Nein! Vilo Zmed, wir müssen ihn retten. Gucken wir mal. Ich glaube, der dürfte noch nicht gespawnt sein, weil die Banditen noch nicht gespawnt sind. Ne, hier, ich könnte stehen, sonst der Med. Kann man hier eigentlich irgendwo so hoch? Ne, ne? Kann man sich nirgendwo hochbacken? Bestimmt geht's irgendwie. Ich kenne den Weg wieder nur nicht. Na, ich könnte mir vorstellen, man kann. Da! Meet with Juniper Berries. Ha! Wir sind, ich bin gut. Den muss ich haben. Yay! Wir haben den Med gerettet. Da habe ich gerade mal herausgefunden, wie man da hochkommt. Ja, mei. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie das mal so da bauen, dass man da nicht wieder wegkommt. Weil das der Start am Spiel ist. Da werden die ein bisschen drauf geachtet haben, so ganz hart. Aber ja, was ist hier passiert? Also offensichtlich war es ein Drache. Ist ganz klar, was das hier war. Oh nein, ein armer Verkohlter. Und er hat noch ein heiles Taschenbuch dabei gehabt. Was schreibt er denn so schön? Ja, Flugzeug ins World Trade Center gestürzt. Ja,
Alles bis auf Asche verbrannt, ja. Aber der Personalausweis von dem Entführer hat komplett unbeschadet überlebt und man konnte so herausfinden, wer das ist. Alles klar, genauso wie dieses Tagebuch. Alles klar. Und Jet Fuel can't melt Steel Beams. Ich habe verstanden. Schauen wir doch mal nach, ob wir hier noch ein paar Items abgreifen können. Wir haben absolutes Geldmangel. Ich bin an diesem Punkt so verzweifelt, dass ich sage, oder zu faul, weil ich nicht die Aufträge machen will, dass wir mal kurz hier in die Burg gucken und uns den ganzen Startloot einfach holen, den wir beim ersten Mal ausgelassen haben. Dieses Level verzweifelt. Außerdem, einfach der Vollständigkeit halber, will ich Heldenkeeps Schlüssel haben. Tutorial im Schnelldurchlauf. Du liefst da trotzdem. Deinen Anzug nehmen wir mal mit. Die kann man nicht verkaufen. Okay, schon ziemlich marode das Ding hier. Ziemlich marode. Wir sollten hier bald wieder raus. Ich glaube, hier haben auch noch ein paar Sturmmäntel mit den Imperialen gekämpft, so wie das hier aussieht. Bin mir nicht ganz sicher. Nur eine Vermutung, so anhand meiner absolut überragenden Beobachtungsgabe. Ein Kochtopf war hier nicht, ne? Nee, schade. Ach, nee, Wein brauchen wir nicht. So verzweifelt sind wir dann auch nicht. Den Trinkchen nehmen wir noch mit. Nehmen wir die Maler Us. Den auch. Imperial Light Armor. Wir nehmen die beiden Dietriche mit. Die gibt es hier nämlich auch. So, und hauptsächlich sind wir eigentlich wegen dir hier, Kollege. Dann, ach ja, die können wir auch noch mitnehmen. Zack. So, dann sind wir hier eigentlich schon fertig. Haben wir irgendwas davon noch nicht gelernt? Nein, alles gut. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Kohle. Ja, überlebt hat hier schon mal keiner. Wir werden noch nicht weitergehen. Uns ist das zu gefährlich. Uns könnte jederzeit diese blöden, bescheuerte Bugqueen auf den Kopf knallen. Und dann, ich sehe schon wieder hier mich alle Metroid für den SNES hier aus diesem Bauwerk rausrennen. Deswegen werden wir es hier sehr schnell abbrechen. Wir wissen ja, wir wissen, was wir wissen wollen. Großer, böser, schwarzer Drache hat Burg angegriffen. Wie im Tagebuch stand, während wollten sie gerade Ulfried den Kopf abschneiden. Und da kam Drachi und Drachi hat Putti Mari. Und jetzt ist alles Toti. Und wir gehen jetzt zu sagen Bescheidi. Und ich muss damit aufhören, das nervt mir sogar mich. Bäh! So. Das heißt ja, wir müssen jetzt eine kleine Eigenheit natürlich. Wie, man kann jetzt nicht mehr nach White Run laufen. Also wir können uns jetzt zu den Stellen teleportieren, aber ja. Ja, Überlebende sollen sich zu einer kleinen Höhle geflüchtet haben, aber ja, wir sagen lieber Bescheid mit dem Drachen, der ist nämlich in die Richtung geflogen. Das wäre wichtiger, denken wir. Überlebende werden sich wohl von selbst aus einer Höhle befreien können. Auf gut Deutsch, wir lassen Hatwa und Dings da mal verrecken. Also, weil ich zu geizig bin, denen auch nur einen Heiltrank in den Drachen zu schieben. Ich weiß, wir könnten dann Freunde werden mit Alvor oder Dings. Dann ist er unser lieber Freund. Und dann kriegen wir seine ganzen Sachen und dann schenkt er uns ein paar Items und so. Und ja, keine Ahnung. Wir sind nicht mehr am Anfang. Wenn wir jetzt so gestartet wären, dann hätte ich gesagt, okay, ja, nehmen wir mit. Aber wir sind nicht mehr ganz am Start des Spiels. Wir brauchen so nötig haben wir es dann auch wieder nicht. Aber inzwischen hat sich das so in eine gute Runde D&D verwandelt. Nicht D&D, DSA für mich verwandelt. So wenig wie wir kämpfen zurzeit. Das ist schon unglaublich. Da finde ich auch ganz gut, dass das nicht nur Kämpfen ist. Weil einfach sich nur durchschnitzeln, dann könnte ich auch gleich in Hack and Slay spielen gehen. Das ist ja hier ein Rollenspiel-Adventure. So kombimäßig. Ja, und wir hüpfen wie so eine Elfe durch den Wald.
Da muss ich immer an diesen WoW-Eröffnungstrailer denken damals. Von World of Warcraft, der allererste Trailer, wo diese Nachtelfe da durch den Wald sprintet. Ah ja, das waren damals Zeiten. Wenn man dann diesen Trailer da mit der echten Spielgrafik verglichen hat, hat man sich auch nur gedacht so... Mehr kommt eigentlich aus Malz. Ah ja, WoW. Muss ich auch bald wieder spielen. Bald kommt Burning Crusade und dann geht's wieder rund. Whatever you need, take a look. So, verkaufen wir mal hier so ein bisschen was. Haben wir noch irgendwas, was wir hier verkaufen wollen? Hier den Orikalkum-Ingot, den brauchen wir nicht. Ja, mein, da haben wir schon mal wieder ein bisschen Geld. Hi. Ja. Dann verkaufen wir unserem lieben Freund hier noch ein bisschen was. Du hast ein bisschen Geld haben. I don't readily turn it down. Ja. Thank you so much for take a look. Ja. Super, da was immer ich gerade gekauft habe. Ich glaube, es war ein Shield Wheel. Ja, den Spark Spell können wir verkaufen. Was haben wir denn noch hier? Hier die Hood, die verkaufen wir. Da haben wir schon mal wieder 420 Gold. Das ist schon mal wieder, kann man da schon mal wieder in übernachten und sowas, ohne dass man gleich pleite geht. Wir könnten ja auch notfalls auch wieder ein paar Kopfgeld auftreten, wenn man für dich zu faul war. So, das müssen wir tatsächlich einmal laufen. Das wusste ich nämlich ja, dass wir diese Strecke einmal laufen müssen. Einmal reicht pro Let's Play. Wir sind aber wahrscheinlich der schlechteste Kurier überhaupt. Wir sind so ein... Ich sitze auf meinem Arsch und lese Bücher-Elfe und keine ich sitze durch den Wald-Elfe. Das ist leider... ja, die falsche Gattung. Das sind die Waldelfen. Wir sind so eine bretonische Hochelfen-Mix, ne? Absolut. Eine falsche Gattung, du. Also, ne? Die sind dafür überhaupt nicht gemacht. Ah ja, vielleicht irgendwann mal, ne? Oh, was stimmt denn mit Hasi nicht? Ja, das sind die Feuerbälle in mir. Die müssen raus. Oh, Stendar-Typen. Hier, das ist übrigens dieses Zufallsbegegnung, was ich sagte. Hi. Cavort with any Daedra and we will hunt you down. Ihr jagt Daedra? And any other abominations that prey on mortals? Vampires, werewolves, witches? But Daedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Wer ist dieser Gott der Gnade denn? He is the God of Mercy, the patron of order and justice for all of Tamriel. We bring his compassion where none can be found, by cleansing all those who would offend his children. Und das seid ihr? Yes. Our order was founded after the Oblivion Crisis. We dedicate our lives to facing the threat of Daedra wherever they appear. We're quartered in the Hall of the Vigilant. Keeper Carset heads Skyrim's branch of our order there, providing healing and justice as needed. Was ist denn so gefährlich über die Daedra, so, oder an denen? They are profane creatures with no hope of redemption. They lure innocents to their deaths and corrupt the souls of all they touch. And their heretical artifacts grant powers to mortals that wreak havoc across Tamriel. They must be destroyed or guarded to prevent temptation. Ja, alles klar. The Legion will be watching you. Ihr hört euch mehr an wie die spanische Inquisition, so, keine Ahnung. Dazu sei gesagt, wenn wir haben ja unseren schönen Rufmod hier an. Wie ist unser Ruf eigentlich zurzeit? Wir dürfen immer noch mit dem Bretone da. Ja, immer noch keinen guten Ruf. Ja, mit dem Ruf sei gesagt, wenn wir als Daedra-Beschwörer bekannt sind, ne, also das kann man werden, indem ich ganz viele Daedra beschwöre, dann greifen die uns an on site, wenn die uns sehen, die Stendarianer. Also das ist dann, ist das dann eine Enemy Faction für uns. Das ist dann sehr lustig, wenn wir denen dann über den Weg laufen. Aber da brauchen wir nicht mal einen Daedra beschworen haben, dann greifen die uns direkt an. Das ist ja mei, ne? Man kann sich mit denen halt verspaßen. Das
Deswegen, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mit solchen Mods spielt. Wir werden auch später wütende Briefe von unseren, von der Magierschule bekommen. So von wegen, dass eigentlich schon andere Schüler mit anderen und sowas zusammengesagt haben. Die Magierschule meckert zum Beispiel rum, wenn man sich dann als Dieb verdingt. Also wenn man jetzt mal, egal in welchem Stand man ist, ne, das ist der Witz daran. Sobald jemand Meister ist, ist es egal. Du kannst Lehrling sein, einen Tag dabei, du kannst der Erzmagier der Magierakademie sein. Wenn du dich dann noch der Diebesgilde anschließt, dann meckern die rum von wegen, ja, dass schon andere gute Magier in die Diebesgilde verloren hätten, dass man doch diesen Unfug doch sein lassen sollte und zurückkommen sollte und seine Bücher lesen. Also, ja. Mai, warum nicht, ne? Kann man ja mal probieren, so. Halt. Nice to meet you. With the dragons about. Official business only. Ja, ich komme, genau deswegen. Ich habe eine Neuigkeit über die Drachen. Fine. But we'll be keeping an eye on you. We'll talk later. Ja, Mai, na, dann behalt ein Auge auf mir. Hoffentlich gefällt dir, was du siehst. So. Aber hier drinnen merkt man nichts davon. Keine Ahnung. Du hast das für den Besen auch immer... Ist der Besen gerade... Nein, frag nicht, es ist Skyrim. Frag nicht, Tio. Frag nicht, es ist ein Test. Frag nicht, es ist ein Test. Oh Mann. Ja, dazu sagen wir auch mal nichts. Da habe ich schon genug zugesagt zu dem Typen. Ja, dann sagen wir dem mal Bescheid. Speichern nochmal ab. Haben wir eine Weile nicht getan. Und dann sagen wir dem guten Jarl mal Bescheid. Du hast so ein kleines Drachenproblem. Mal sehen, was der davon hält. My Lord, what's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Ich habe Neuigkeiten aus Helden. Well, that explains why the guards let you in. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Ja. Der Drache hat Helden zerstört und ist dann in diese Richtung geflogen, als ich ihn zuletzt gesehen habe. By Ismir, Ireleth was right. What do you say now prevents us? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains. The Jarl of Falkreath will view that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not. Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Ireleth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps? Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Tja, Mai, ne? Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat, Faringar, die alte Nudel. Den haben wir länger nicht gesehen. Wir sind jetzt ja auch schon ein ziemlich guter Magier. Der wird bestimmt beeindruckt von uns sein, welche Fortschritte wir gemacht haben. Und uns nicht mehr so herablassend behandeln. Ne? Ja, ist klar. Faringar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill her in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well,
When I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Merkt man, dass die Leute ihre Lines nicht in der richtigen Reihenfolge aufgenommen haben, dass alles später zusammengechoppt wurde und die teilweise gar keine Ahnung hatten, in was für einer Situation sie gerade reden? Ja, das merkt man. Okay, wo gehe ich hin und was soll ich holen? Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Da war ich doch schon. Egal. Ja, mei. Dann bin ich mal weg. It's been good talking to you. Anything we can use to fight this dragon. Ja, mei, dann machen wir jetzt keinen Parkour-Run durch Dings, weil, wie ich sagte, ich habe nicht F5 gedrückt. Was ist wohl gerade abgestürzt? Warum seht ihr so ein schwarzes Bild? Ja. So ein Scheiß aber auch. So ein verkackter Scheiß aber auch. Da ist es passiert. Ich weiß nicht warum. Immer noch nicht. Keine Ahnung. Null. Null Ahnung, warum an dieser Stelle, warum immer da. Ihr habt es auch gesehen, es wird einfach schwarz und hört sofort auf. Es ist, als würde der Loadscreen werden, als wäre der verbuggt. Aber dann, dieser Loadscreen tritt dann nur scheinbar dann da auf. Keine Ahnung. Mann, oh Meter, Skyrim. Ich wette, es hat irgendwas mit JK's Skyrim zu tun, mit JK's Dragon Reach zu tun oder so, keine Ahnung. Head Injury Strain, Markica and Prevent Regeneration. Ja, das heißt, wenn wir was gegen den Kopf kriegen, dann haben wir ein Problem. So, aber jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, aber mit einem Blick auf die Uhr, ich weiß, was wir machen, Leute. Ihr habt genauso wenig Bock, nochmal durch Bleak Falls Barrow zu rennen wie ich. Ihr habt genauso wenig Bock, euch das hier alles normal anzuhören, genauso wie ich. Ich werde das jetzt offscreen machen. Das heißt, ich beende die Folge heute ein paar Minütchen früher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Stein haben. Was haltet ihr davon? Also ich werde jetzt nicht so was machen, sondern nochmal mit dem Jarl reden, mir die Aufgabe abholen und dann werden wir den Steinchen holen. Ich sag dann also, wie immer, bis denn, feiert ihr. Yeah, it's me in the morning.